Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Ich glaube, ich habe es nämlich noch nicht gesagt, wenn ich mich täusche. Ich glaube, das ist das erste, was ich jetzt hier drehe. Und heute ist schon Donnerstag. Die Woche ging wieder so schnell rum. Und ja, heute auf der Arbeit. Wieder nichts geschafft, weil ich den ganzen Tag in der Besprechung war, bin ich im Moment öfter. Und ja, ich habe eigentlich mega viel zu tun, aber schaffe halt einfach nichts. Das ist echt ärgerlich. Ja, und jetzt gerade, ach so, nee, danach hatte ich noch einen Termin an meiner Wohnung mit meinem Mieter und mit jemandem, mit einer Türenfirma. Also ich arbeite ja auch in der Türenfirma, aber wir stellen keine Haustüren her und ich kümmere mich im Moment um meine Haustür, um meine neue, weil die Tür, die in der Wohnung drin ist, die geht gar nicht. Die ist einfach so pottennässlich. Also einfach so Holz. Das war's. Also einfach so aus Holz. Sie ist einfach pottennässig, wirklich, wenn ihr sie sehen würdet. Ich werde es euch ja noch früh genug zeigen. Und ja, jetzt kommt dann eine neue Tür. Zwar mega günstig wird das alles, wird eine der günstigsten Türen werden. Es wird wahrscheinlich die hier oben so in der Art werden. Die wird von außen aber grau werden. Ich möchte die von außen grau und von innen ist sie dann weiß. Ja, so ungefähr könnt ihr euch die vorstellen. Weil, ja, es muss halt jetzt einfach ein bisschen günstiger sein. Im Moment, ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil, ja, klar, ich muss mir keine Katze für 600 € kaufen, ist schon klar. Aber ich möchte es halt gerne. Und da muss man Prioritäten setzen. Dann wird die Tür halt ein bisschen eine günstigere Tür. Das ist auch vollkommen okay. Sie ist 100-mal schöner dann, als sie jetzt ist. Also wirklich, ihr werdet sehen. Und ja, dann kommt jetzt noch die Anzahlung für den Urlaub. Ann-Christin, Julian und ich haben jetzt einen Urlaub gebucht. Und zwar machen wir eine Kreuzfahrt eine Woche von Malle über Korsika, über Rom, was war denn nach Rom? Korsika, Rom. Ich glaube, irgendwas kommt dann noch und dann kommt noch Barcelona und dann wieder Malle. Ach, Florenz, genau, Florenz. Ja, genau, das wäre dann so die Kreuzfahrt mit Balkonkabine und so. Ja, kostet halt auch ja, wie viel? Um die 1200 € und 230 € jetzt momentan an Anzahlung. Jetzt muss ich noch die Katze 100 € Anzahlung schon bezahlen, weil ja, übermorgen geht's los. Dann fahre ich mit Ann-Christine Katze gucken und da werde ich euch mitnehmen. Ja, ich freue mich schon, mein kleines Schätzchen endlich mal anzugucken, abzuknutschen und weiß ich nicht was. Ja, ist im Moment alles ein bisschen viel, aber was will man machen, ne? Ich verdiene zum Glück nicht gerade schlecht, von daher ist das alles ganz okay. Ja, dann war ich gerade noch bei Müller, weil ich wollte eigentlich nur für eine Mascara hin, weil ich habe euch, glaube ich, schon gesagt, ich habe so viele Mascaras auf Vorrat. Also habe ich wirklich, also bestimmt 20 Stück, die noch zu sind. Aber es gibt eine Mascara, die verwende ich immer auch, weil ich habe immer normale Mascaras im Gebrauch, so nicht wasserfeste. Die benutze ich zur Arbeit, benutze ich die zum Beispiel nur und dann tusche ich auch meistens nur meine oberen Wimpern. Und auch für Partys benutze ich erst eine andere, eine normale Mascara und dann gehe ich immer noch mit der wasserfesten drüber. Und zwar ist das bei mir immer die Glam and Doll von Catrice. Das ist für mich die absolut beste. Die benutze ich auch immer für die unteren Wimpern, weil die hält wirklich bombenfest. Weil ich habe ja mit meinen tränenden Augen wegen meiner Lähmung und so zu kämpfen, wenn ich was esse. Deswegen brauche ich das. Und die wollte ich mir eigentlich nur nachkaufen. Und dann kam das eine zum anderen, wie das dann halt manchmal so ist. Und dann habe ich gesehen, Sleek, ich habe mich gewundert, warum Sleek kaum noch LEs rausbringt. Und dann gab es eben Müller. Hier so eine, keine Ahnung, 10 Jahre. Ich weiß nicht, wo eine 10 ist. Ich schätze mal 10 Jahre Geburtstags von Sleek. Ich habe keine Ahnung. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall könnte ich die euch ja auch mal aufmachen. Sekunde, ich komme gleich wieder. So, ich musste sie gerade öffnen. Sie heißt übrigens Diamond Decade. Und sieht so aus. Hat hauptsächlich Pinktöne und so Silber- und Schwarztöne. Ist also mehr so ein Partyteil, aber ich habe die Silbertöne geswatcht und ich habe euch in einem Video gesagt, der habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, weil ich das Video nicht hochgeladen kriege. Irgendwie mein Declutter-Paletten-Video kann irgendwie nicht hochgeladen werden. Ich gebe mir Mühe, es muss auf jeden Fall online kommen, das steht fest. Da habe ich euch nämlich gesagt, dass ich die Bad Girl Palette von Sleek so toll finde und ich das nie gedacht hätte, weil es nur so dunkle Farben sind. Aber diese Silbertöne sind einfach mega und deswegen musste ich die mitnehmen. Für 10 € ist okay. Ja, das musste dann mit und dann habe ich überlegt, was brauche ich noch, wenn ich schon im Müller bin. Ich war ewig nicht mehr da und dachte, ich brauche unbedingt Wattepads. Die waren nämlich auch reduziert. Dann brauche ich wieder ein neues Deo und dann waren die von Garnier ziemlich reduziert und dann habe ich mir erstmal von ein paar Sorten was mitgenommen. Einmal Clean Sensation
Dann Pure Active und Ultra Dry. Die habe ich mir alle mitgenommen, weil sie waren jetzt runtergesetzt und mein Deo braucht man immer. Von daher habe ich sie mir jetzt mitgenommen. Ich meine, ich habe auch im nächsten Monat noch ein bisschen Geldprobleme, sage ich mal. Von daher ist egal, wann ich sie kaufe. Dann nehme ich sie doch gleich reduziert. Und dann ist mir eingefallen, oh, ich habe auch kein Trockenshampoo mehr. Und da habe ich, das war auch reduziert. Dann habe ich mir von Batiste's hier in Cherry mitgenommen, weil ich liebe diesen Duft. Und auch reduziert. Also ich war heute richtig Schnäppchenkönig. Weil die neu ist von Chabon's Clean and Care Maske. Ja, einfach weil sie neu ist und reduziert. Da dachte ich, komm, nimmst du die mit. Ja, das war jetzt aber auch, das ist ewig her, dass ich mal wieder in der Drogerie war und was gekauft habe. Also wirklich, ist es ewig her. Das letzte Mal im Müller war ich vor bestimmt über einem Monat, obwohl er direkt vor meiner Tür im Fond fast ist. Also es ist nicht weit weg. Und DM ist ein bisschen weiter, da war ich auch ewig nicht und Rossmann so auch nicht. Also es wurde mal wieder Zeit. Ja, ansonsten habe ich euch jetzt, glaube ich, alles gesagt. Ich werde jetzt noch ein bisschen mein Zimmer aufräumen, weil das immer noch von der letzten, also vom Kirmeswochenende, habt ihr gesehen im letzten Vlog. Sieht das noch ein bisschen schlimmer aus und der Boden klebt noch, muss ich sagen, weil das ist ausgelaufen. Also ich habe ein Getränk fallen lassen. Sonst sind es immer die anderen, aber diesmal war ich es. Und ja, das muss ich gleich erstmal beseitigen. Ich hatte es an dem Abend schon ein bisschen weggemacht, aber jetzt habe ich noch was gefunden, wo es immer noch klebt. Deswegen, das muss ich noch wegmachen, sonst klebe ich immer da fest. Das ist ein bisschen blöd. Ja, und in einem Monat ist es soweit. Dann kann ich endlich mit meiner Wohnung anfangen und ich freue mich so krass. Und jetzt mit der Tür geht es halt voran. Die bestelle ich jetzt nächste Woche dann endgültig. Heute war halt vermessen dort. Und ja, geil. Da habe ich mal eine neue Haustür. Ja. Und ja, wie gesagt, jetzt räume ich kurz auf und dann sehen wir uns morgen wieder. Für euch jetzt in ein paar Sekunden. So, es ist Freitag und es gibt schon wieder ein Haul und ich sehe schrecklich aus. Ich gehe gleich baden. Ich war eigentlich nur einkaufen, weil ich hier nochmal... Also ich habe mir jetzt Trittschutz besorgt. Muss ich unter das Laminat legen. Davon habe ich mir ein paar Pakete geholt. Und dann wollte ich noch unbedingt, da habe ich mir von der Postenbörse hier dreimal solche Sprühdinger hier fürs Tapeten abmachen. Drei Stück nämlich geholt, weil ich mache das mit meinen Mädels zusammen und dann hat jeder so eine Sprühdings und dann ja, kann es losgehen. Dann war ich noch bei Müller, habe mir erstmal zwei Tüten Pommes gegönnt. Nochmal hier meine süßen Kronen, von denen ich letztes Mal berichtet habe. Dann brauchte ich nämlich, hatte ich nämlich gestern in dem Haul vergessen, noch ein neues Augenbrauen-Set von Catrice. Das benutze ich ja immer, das liebe ich über alles. Und das war jetzt, ist so, also ich habe das Fännchen schon ein bisschen erreicht, deswegen habe ich es mir schon mal geholt. Dann brauche ich noch ein Care-Blech, das habe ich jetzt gerade eben günstig gefunden in Pink. Dann habe ich hier, das war runtergesetzt, von Blink schon mal Spülmittel, Granatapfel. Granatapfel, das war runtergesetzt, 70 Cent oder so. Und dann war meine Mama noch so lieb und hat mir so ein paar Sachen gekauft. Und zwar, einmal haben wir uns das geteilt, da waren so Schwämme drin und ich wollte den rosanen haben. Da hat sie mir den Mintfarben dann auch noch überlassen. Dann hat sie mir, ich finde das voll cool, hier von Blink eine Limited Edition mit einem Einhorn drauf und es ist rosa. Multiflächenreiniger, den habe ich jetzt auch schon mal. Dann hat sie mir zwei Handseifen gekauft, weil sie sich nicht entscheiden kann, welche sie schöner findet. Habe ich einmal hier Aveo Cherry Kiss und dann habe ich einmal Aveo Azalea Schaumseife. Jetzt habe ich so viele Seifen. Ich habe nämlich selbst noch welche von Balea. Und zu guter Letzt, die haben wir nämlich immer zu Hause, da hat sie mir auch eins mitgegeben für meine Wohnung. Mini-Pads. Akku-Mini-Pads. Der Krustenlöser. Der ist echt ganz, das ist echt ganz gut so für Pfannen und Töpfe. Das auch, ja. Und das sind so die Sachen, die ich jetzt habe. Und ja, jetzt werde ich, wie gesagt, glaube ich, jetzt baden gehen. Ja, ich glaube schon. Oh, ich weiß irgendwie nicht, wie ich es organisieren soll, wann ich welches Video drehe und. Das wird ein bisschen so problematisch. Ja, aber ich denke, ich gehe erstmal baden. Ob ich denn heute noch wirklich ein Video drehe, ist die Frage. Ich denke, es wird eher nichts. Morgen, ja, vielleicht drehe ich dann morgen ein Video. Doch, muss ich dann wirklich, sonst ist das doof. Ja, und das war's jetzt erstmal. Ich werde, wie gesagt, habe ich ja gerade erzählt, baden gehen und dann muss ich hier noch aufräumen, weil es sieht echt immer noch schlimm aus. Ich habe gestern schon was getan, aber jeden Tag nur ein bisschen. Jetzt ist Wochenende, vielleicht schaffe ich dann heute ein bisschen mehr. Das wäre ganz gut, ja. Hallo, heute am Samstag. Ich hatte ja gesagt, ich fahre heute Katzen gucken.
Ich bin gerade mit Ann-Christin, weil ich natürlich wieder viel zu früh, ich bin ja meistens, was alles angeht, immer zu früh. Und ja, jetzt sind wir viel zu früh da, wo das ist, also jetzt in der Nähe. Wir sind jetzt in einem Meckes und gönnen uns hier Pommes. Ja. Weil wir ungefähr noch 1,5 Stunden haben, bis ich da hin kann. Und dann gucken wir kleine nackte Katzen an. Oh mein Gott, das wird so schön. Ich filme euch das auf jeden Fall. Darf ich nicht vergessen. Ich hoffe, ich vergesse das bei der Aufregung nicht, dass ich das filmen möchte. Aber wenn ich Fotos eh mache, dann denke ich bestimmt auch ans Filmen. Hoffe ich. Anke, erinnere mich, dass ich filmen möchte. Mache ich. Dann könnt ihr meine kleine süße Maus mal sehen. Ja, jetzt wird erstmal gegessen. Ich habe Hunger. So, ich bin wieder im Auto, wie man sieht. Durfte übrigens den Porsche von meinem Opa haben, was sehr nett ist. Und ja, ihr habt es gerade gesehen, ganz kurz. Oh mein Gott, die waren so süß. Und die Mutter war so winzig, die war so klein, das ist unglaublich. Und dann hatten die noch eine, die war ein bisschen größer und die haben wir dann angefasst. Wir durften die Kleinen leider noch nicht anfassen, weil wegen dem Immunsystem, die sind ja erst, weiß nicht, 4 Wochen alt, glaube ich. Ich weiß gerade nicht mehr, was sie gesagt hat, aber 3. September, ja, ungefähr. Nicht mal ganz 4 Wochen. Und ja, aber meine ist so super süß. Und ja, dann haben wir das eine Männchen angefasst. Und es fühlt sich so schön an, es fühlt sich so unglaublich toll an, wirklich, ne Anke? Das ist wirklich schön. Ja gut, guck, nicht nur ich sage das, es sagt sogar eine Außenstehende und sie findet sie auch nicht schlecht. Ja. Ja. Und jetzt haben wir so geguckt, wir sind in der Nähe vom Zentro, das sind 20 Kilometer von hier ungefähr und da fahren wir natürlich noch hin, ist ja ganz klar. Wenn man schon mal hier ist, also ich habe zwar kein Geld, aber man kann ja mal gucken gehen, ne? Hi ihr Lieben, ich komme gerade, deswegen habe ich noch Jacke an. Ich komme gerade von der Wahl. Ja, ich habe gerade gewählt, ging ja ganz schnell. Und jetzt bin ich schon wieder zu Hause. Und, sorry, ihr seht voll das blöde Licht. Ja, ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt genau mache. Ob ich vielleicht gerne noch mal Tabea oder so, keine Ahnung. Oder heute einfach nur chille. Ich weiß es noch nicht. Ich will auf jeden Fall eigentlich noch Videos drehen, muss ich, weil momentan bin ich nicht so motiviert, immer mit Videos drehen, muss ich ehrlich zugeben, aber auch einfach nur, weil momentan so viel anderes ansteht. Das ist, glaube ich, mehr so der Grund. Jetzt bald mit dem Umzug und so rückt alles näher. In einem Monat kann ich anfangen zu renovieren und das, ja, kommt jetzt halt alles langsam. Wird ein bisschen stressig, deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt in nächster Zeit immer so pünktlich die Videos kommen. Im Moment klappt es gerade nicht so gut. Aber werdet ihr sehen, es wird dann auch wieder besser werden, wenn ich in meiner eigenen Wohnung bin. Dann wird das alles ein bisschen einfacher. Und jo, jetzt, ich habe übrigens ein neues Oberteil an. Nur mal eben so, keine Werbung hier. Das ist nicht, gesponsert hier. Ich habe so ein Coca-Cola-T-Shirt von Bershka. Wir waren ja gestern noch im Zentro, hatte ich ja erzählt. Das hat hier auch noch so Löcher überall. Und das fand ich irgendwie voll cool. Musste ich mir mal mitnehmen. Also ich habe mir so 2 Sachen gekauft. Das, was ihr gestern in der Shisha-Bar gesehen habt, das war so ein rosaner Pulli, wo er hinten so im Rücken so diese Schnürung hat, sag ich mal. Das fand ich auch in weiß dann. Und das fand ich richtig schön. Und die beiden Sachen habe ich mir mitgenommen. Ich wollte nämlich nicht so viel kaufen. Habe ich jetzt auch dann damit erfüllt. 2 Sachen sind okay. Und ja, jetzt, wie gesagt, ich glaube, ganz kurz noch chillen. Dann schminke ich mich und dann drehe ich Videos. Ist noch recht früh. Von daher läuft. So, hallo, ich bin inzwischen, wie ihr seht, in meinem Auto und ich hatte eben schon erzählt, dass ich mich wahrscheinlich mit Tabea treffen wollte, das mache ich jetzt auch. Wir sind hier jetzt bei irgendeinem Asiaten, aber so ganz günstig, also ich glaube, es ist eher so ein kleiner Imbiss, ich war da noch nie, also keine Ahnung, aber ja, wir wollten jetzt nicht allzu teuer essen gehen, aber trotzdem irgendwas essen gehen, ich weiß auch nicht, ob wir danach noch schildern, ob sie dabei zu Bock hat oder nicht. Werde ich mal sehen, ich bin jetzt ein bisschen früh hier, glaube ich. Ich glaube, sie braucht noch ein paar Minütchen. Aber ja, mal gucken. Sie wird hoffentlich nicht allzu lange brauchen. Und dann gehen wir mal was essen. Ey, in dieser Kamera fällt mir immer so auf, dass ich hier oben noch so voll die braunen Stellen habe. Und hier unten ist es voll dunkel. Dabei ist es gar nicht so lange her, dass ich meine Haare gefärbt habe. Aber gut. Ja. Ich warte jetzt, bis sie kommt. Und dann melde ich mich, denke ich, später nochmal.